Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Horizon. Ich wollte ja eigentlich mit der Erzverarbeitung anfangen, aber, wir haben so viel zu tun, da drüben, dass ich erstmal ein paar andere Sachen vorweg erledigen muss. Und zwar, ich muss die Werkstatt als erstes umbauen, denn wir brauchen hier vernünftigen Strom. Das heißt, ich verbrauche drüben auf jeden Fall den EBF. Am besten, wenn es geht, schon die nächste Generation. Das würde heißen eventuell Coils und so weiter und so fort. Und das heißt, wir werden hier dieses Gebäude heute umbauen. Oder ich weiß nicht, ob es heute reicht. Auf jeden Fall werden wir aber auch gleichzeitig, weil ich möchte jetzt diesen Bereich hier, was wir momentan haben, massiv weitermachen. Das heißt, wir wollen die Chipsätze, also diesen Bereich hier weitergehen. Ich brauche den anderen Laser. Das heißt, deswegen auch, ich muss hier umbauen, weil ich halt das Problem haben werde, dass ich den HV-Bereich massiv ausbauen muss und macht keinen Sinn, das jetzt hier mehr so zu machen. Ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt, ich tue den Transformer jetzt umlegen, baue da hinten einen Battery Buffer HV hin und schließe da hinten ein paar HV-Maschinen an. Klar, könnte ich tun. Werde ich vielleicht auch noch teilweise tun. Aber wir werden. Und dadurch, dass das jetzt so ein Mix werden soll zwischen Häuslebauer und Technik weiter, werden wir das sozusagen integrieren. So, als allererstes, bevor ich aber so richtig das mache, brauche ich Uganda Head Assist 5 and 6 in HV. Und zwar, ich brauche einen Emitter. Oh, ja, ich merke gerade. Und einen Sensor. Das heißt, ich brauche 5 Rods. In Chrom. Ja, Gott sei Dank habe ich gerade Glück gehabt. Noch einen. Sehr schön. Das heißt, ich kann dich schon mal mit dem 1er wieder da reinhauen. Habe ich gerade gemacht, darum weiß ich es noch. Und mach da draußen Ingot. Dauert 42 Sekunden. Und darum auch mit dem Glück, weil ich gerade Ruby verarbeitet habe. Den letzten Rest. Und da habe ich halt dann dementsprechend auch, ja, die richtigen Komponenten rausbekommen, dass ich halt Chrom bekommen habe. Weil es bräuchte man ja auch für die Coils. Also ich bin hier auch, wie gesagt, beim Waschen. Ich habe auch schon 8 MV Maschinenhals vorbereitet. Also Erzverarbeitung ist auf jeden Fall schon im Hinterkopf. Wie gesagt, wird HV und MV Bereich drüben. Die Erzverarbeitung erstmal. Und wie ihr seht, ich habe Optifine wieder rausgeschmissen. Weil das ging mir auf den Keks, dass ich in die Kisten nicht gucken konnte. Also wie gesagt, ihr seid ja ein paar Tage hinten dran, wo ich das aufgenommen habe. Wenn ihr sagt, ja, ist kein Problem, du musst einfach nur die und die Einstellung machen, ist für mich auch dann kein Problem, weil dann kann ich es nämlich einfach einstellen und wieder aktivieren. Also ist nicht rausgeschmissen, sondern halt nur deaktiviert. Genau. So. Dann haben wir schon mal unseren Chrom. Das heißt, wir brauchen 5 Rods. Die wir jetzt haben. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch 3. Nee. Oh, oh. Ich habe keine HV-Sockets mehr. Davon brauche ich 3 Stück. AV-Circuits, das ist da.
Das heißt, ich brauche unrelated Copper. So, ich brauche dich. Ich brauche unrelated Copper Bolts. Was habe ich da? Dann brauche ich, habe ich jetzt gesagt, die mit dem Loch und das Sägeblatt. Die mit dem Loch und Sägeblatt. Und ich brauche noch die gelben und Elektrumwire. Gelben und Elektrumwire. Herzlichen Glückwunsch. Dann lauf mal. So, in der Zeit, wo das läuft, kann ich mich mal schnell hinlegen. So, dann mache ich mal schnell wieder meine Borderlines an. So, was als allererstes kommt, ist, ich brauche einen Wrench, weil dieser Ofen hier muss weg. Muss ich abbauen. Es ist halt schön, dass man mit dem Wrench Steine abbauen muss, aber wenn es so ist, dann ist es. Sind halt festgetübelt. Müssen wir erstmal voneinander los eisen. Gut, das heißt aber auch, so. Das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt hier ja, wie weit ziehe ich jetzt das Gebäude nach vorne? Jetzt muss ich mal hier schnell schauen. Gib mir mal bitte den Meterstab. Dankeschön. Von der Straßenkante bis zur Tür sind es 8. Von der Straßen. Machen wir da, wo die Fackel ist, bis zur Tür 9. Fackel bis zur Tür 12. Okay, das ist auch zu viel. Das ist sehr schön. Ich hätte gesagt. Okay, die kommen ja auch weg, weil die sollen ja da nach vorne. Ja, die sollen ja dann sozusagen in hierhin. Ja, weil ich habe gesagt, bis dahin möchte ich jetzt das ungefähr haben, dass dann die Holz, das Holz, der Förster ist. Und baue dann da daneben das Sägewerk. Wobei das Sägewerk mehr auf die Seite kommt. Ja, dass ich da in der Nähe von dem Bereich bin, wo ich Stromanschluss habe. Beziehungsweise vielleicht kommt es sogar hier hin. Ja, Sägewerk dann hier hin. Das heißt, ich kann dann hier noch überall Holz hinlegen. Reicht mir auf jeden Fall aus. Und dann könnte ich ja sozusagen hier anfangen, die Charcoal-Produktion hinzusetzen. Brauche dann auch irgendwann Strom dort, weil es gibt ja auch so Öfen, die mit Strom arbeiten. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich könnte die Öfen vor allem da aufstellen. Vor allem die Öfen könnte ich dann an der Wand entlang aufbauen. Entweder hier oder hier. Und dann das Gebäude halt dann da, die Gebäude und die unterirdischen Sachen da hinten hinbauen. Würde aber für mich jetzt dann bedeuten, ich hätte hier keine Kohleproduktion mehr.
So, das steht jetzt heißen. Wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt nur 5, hätte ich bis hier Garten. Macht aber keinen Sinn. Also 3 macht Sinn. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann hätte ich gesagt, wir graben mal soweit schon mal aus. Aber ich darf nur nicht vergessen, dass ich nicht alles weggrabe, weil sonst kommen die nicht mehr raus. Dahin bitte. Mal ein Stack von dir. Bin mal gespannt, wann die nächste Schüssel kaputt geht. Ich vermute bald. Das mit dem Eingang könnte ich ja so machen wie drüben, dass ich sage, ich mache den. Ich verlege den auch ein bisschen nach hinten. Nein, dann hätte ich zum Beispiel hier vorne 5. Das heißt, ich könnte 2 stehen lassen und die anderen 2 abbauen. Macht auch am meisten Sinn. Muss ja auch noch gucken, auf die Grenzlinie. Die ja auch noch so noch mal F9. Danke, weil die ist ja hier. Aha. Weil das Gebäude. Nee. Scheiße. Das heißt, ich kann gar nichts stehen lassen. Die müssen alle weg. Na, ist egal. Wird nur ja witzig, wenn ich dann alles. Soweit du zurückbauen musst und ja. Und neben die Kokerei kommt dann aber auch gleich das Steinmetz. Weil, wie gesagt, diese Aufstellung wird dann da hinten auch passieren. So, das heißt jetzt aber, ich brauche jetzt erstmal meine Kiste, weil ich jetzt da das ganze Graffel reinräume. Heißt, ich habe jetzt hier meine Kalköfenblöcke, mein Brick und den. So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie viele. Ja, ich habe meine 3 HV-Circuits. Das heißt, ich könnte sogar noch mal welche machen. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche für den Emitter. Brauche ich noch Eye of Ender? Ich brauche Goldkabel. Puh. Ändere mal das bitte ab. Das weiß ich, dass der so an ist. Das heißt, ich brauche jetzt davon. Eins. Brauche ich das Goldkabel. So, okay. Dann brauche ich für den Sensor, brauche ich auch einen. Ich brauche noch Stainless Steel. 1, 2, 3, 4. Bin ja mal gespannt, was ich noch alles brauche. Ja, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile auch festgestellt, lustigerweise, also die Gebäude, die ich ja, das habe ich ja glaube ich schon wo ich die Erzverarbeitung jetzt so teilweise aufgebaut habe,
werde ich auf jeden Fall so machen, dass die Gebäude, die ich angefangen habe, ich einigermaßen erklärt habe, wie ich sie aufbauen möchte, dass wir die zu Ende bauen. Das heißt, irgendwann, weil, wie gesagt, vor 100 Folgen haben wir den Kuhstall oder vor über 100 Folgen haben wir mit dem Kuhstall angefangen und seitdem hat der Kuhstall, ja, ist der nie fertig gebaut worden. Das, ich mache mal schnell die Linien aus, danke. Dasselbe Spiel haben wir auch mit der Mauer. Die Mauer wurde nie mehr fertiggestellt oder das Tor. Ich habe da unten schon angefangen, so ein Teil von der, wie es ungefähr ausschauen könnte, von den Feldern gemacht. Wie gesagt, das hier weiterziehen, das weiterziehen und so weiter und so fort. Das werden wir, wenn es die Zeit uns erlaubt, muss man immer dazu sagen, weiterbauen, wenn im Offline-Modus. Wenn uns die, wie gesagt, ne, weil wir müssen ja auch jetzt mittlerweile auch an Ärzten und so weiter ranschaffen. Ja, und wenn man halt mal unter der Woche fast keine Zeit mehr hat, dann kann das halt auch in die Binsen gehen. Aber wie ihr seht, ich versuche ja auch mit den Folgen. Es kommen auf jeden Fall immer vier. Also das will ich auf jeden Fall beibehalten. Die Hauptsendezeit Freitag bis Montag soll gewährt bleiben. Außer solche Themen hatte ich gestern. Die Umwelt hat was dagegen. Das heißt gestern, die letzten Tage hatte die Umwelt was dagegen. Ja, ganz netterweise. Zuerst Zahnschmerzen. Das ist schön. Und dann, als die dann endlicherweise soweit weg waren, ja, hat die liebe Umwelt gemeint, ja, Internet brauchst du nicht. Das ist was, was du nicht brauchst. Ich habe schon gemerkt, das ist total doof und man hängt total von dem Zeug ab, ne? Weil Streamingdienste und sonstiges, ne, natürlich dann nicht mehr funktionieren. Okay, so, also wir brauchen jetzt noch Eye of Ender, die habe ich hier drin. Und ich brauche noch meine Stainless Steel Platten. Habe schon gesagt, das ist, da merkt man mal, wie abhängig, dass man mittlerweile ist von einzelnen Sachen. Denn, ach so, was will ich denn hier drin? Denn man merkt dann halt dann doch. Es ist halt was anders, wenn man auf einmal, ja, zuerst ist man, ja, wie kommt's, ne? Man ist vom Strom abhängig. Das heißt, kein Strom. Ich glaube, unsere Zivilisation würde es innerhalb von 10 Tagen schaffen, zusammenzubrechen. Oder was heißt unsere? Weltweit. Und dann gibt es halt noch, ja, das war ein anderer da in Mitte. Und dann gibt es halt noch das kleine Thema Internet. Das ist halt genauso. Hat jetzt halt mittlerweile auch so einen Sprengstoff. Es gehen halt einige Dienste nicht mehr. Also ich werde, wenn ich kein Internet mehr hätte, habe ich kein Telefon mehr. Und das ist falsch, das muss dahin. Meine Fernsehqualitäten werden weg. Ich könnte kein normales für mich, ja, ich hätte wieder mein lineares Fernsehen und ich hätte einen Vorteil, ich habe noch eine gute DVD-Sammlung zu Hause, aber
Da würde ich schon sagen, ne? Das wäre alles auf einmal auf einen Schlag weg. Und das einfach sozusagen das wieder schnell hinzubekommen, befürchte ich, ist unmöglich. So, dann haben wir jetzt einen Central Processing Unit, Wafer. Dafür brauche ich einen Dilithium Lens, die habe ich nicht. Ein Salt Lens, die habe ich. Frostrite, Ordo, Diamond. Diamond geht auch. Ha, ha, ha. Ja, ich lese da gerade was. Needs Clean Room. Na herzliches Willkommen und tralala. Ich brauche einen Clean Room. Ich brauche mein Labor. Also das heißt, das wird auch noch ganz schnell. Das muss ich jetzt auch ganz schnell vorantreiben. Also wir haben ja schon einige Sachen vorangetrieben hier. Aber das geht nicht halt ohne. Advanced Precision Laser Engraver 2. Das heißt, ich brauche da auch wieder drei Circuits. Also ich könnte halt einen ganz kleinen Laserraum, wäre dann halt für mich, ja, Mist. Ich merke gerade, da wurde mir jetzt gerade richtig der Wind aus die Segeln genommen. Playing with Dust Advanced Autoclave 2. Ja, okay, da habe ich den Weg zum Energy Crystal. Den werden wir auch demnächst brauchen. Field Generator. How much is too much Cobblestone? Okay, das heißt, also ich vermute, dass das Super Tank 2 ist. Und da bin ich mir nicht sicher mit dem Namen. Ich vermute, dass das Cobblestone-Generator ist. Könnte aber auch die Box sein. So. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall Clean Room. Den Clean Room. Was müsste mich da alles vorbereiten? Clean Room war beim Multiblock. Ich brauche Pressure Plate, ich brauche eine Reinforced Door, ich brauche Maintenance Hatch, MV Energy Hatch und Machine Hull. Ja, die Machine Hulls, die habe ich vorhin gebaut. Die werden das wenigste Problem. So, dann brauche ich Plascrete Blocks. Das heißt, ich bräuchte Wet Concrete. Das wäre sogar der kleine Mixer. Dafür brauche ich Kalzit, Stein, Clay und Quarzsand. Ich bin gerade hellauf begeistert. Ich habe gerade, ja, mir ist gerade die Kinnlage runtergefallen. Das ist gerade nicht schön, muss ich euch sagen. Das heißt, ich muss. Das ist ja immer das Thema, was ich sage, ne? Entweder man hat am Anfang, hast du eine Sache, was du machen musst. Oder zwei oder drei. Und je weiter, dass du von der Zeit her fortschreitest, umso breit gefächerter ist es. Also wir sind ja mittlerweile durch MV und HV in dem Bereich, wo wir eigentlich jeden Mod anfangen können. Also Steve Katz, Forestry, wobei Forestry eigentlich schon lang geht, habe ich festgestellt. Du hast die ersten Sachen Ender.io, du bist bei GT mittendrin, statt nur dabei. Du brauchst Soundcraft, du fängst an mit Witchery, du fängst an mit Blood Magic. Ja, blow up. So. Und ja, und dann stehst du da und freust dich und merkst gerade, dass du gerade in alle Richtungen gleichzeitig weitermachen musst.
Also wir müssen Forestry vorantreiben, weil wir Farmen brauchen, um ja sozusagen das da, also Seed Oil und Biomasse herzustellen. Also das ist auf jeden Fall unser Anliegen. Und ich stelle gerade fest, das ist total doof. Moment, ja, ich muss erst das eine zu Ende führen. Das ist ein komisches Gehirn, was ich da habe. Ich fange mal gleich drei Sachen gleichzeitig an. Na, also das heißt, du musst eigentlich den Strom ausbauen, weil du unendlich viel Strom gleich brauchen wirst. Weil wenn ich mir dann, also das heißt, nochmal, die Borderlines weg, danke, du störst. Also das heißt, Strom muss ausgebaut werden, weil momentan stellen wir, glaube ich, soweit ich jetzt weiß, ein HV her. Eine einzigen HV. Das machen die vier Motoren, stellen gerade ein HV her. Ja, also 8 sind 2. Nee. Doch, sind es 2 MV geteilt durch 4. Ja. Also nochmal 2. Nein, dann stellen wir sogar 2 HV her. 2 HV würden durchgehend laufen. Dann hast du ja aber eine Raffinerie dran, die eigentlich jetzt dann auch langsam wachsen muss. Toll, danke Wetter. Ist fast real life für mich gerade. Fängt auch immer wieder bei uns gerade das Regnen an. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall hier eine durchgehende, wir brauchen eine durchgehende Light Fuel Herstellung. Weil sobald wir da drüben MV hinstellen, wird uns das hier leer gesoffen. Also auch wenn wir noch ungefähr 4 Millionen Öl haben, wenn da ein Junkloader mit dabei ist, ist das über Nacht umgewandelt in Fuel. Ist kein Problem. Aber wie gesagt, der wird uns das so schnell leer saufen. So schnell können wir gar nicht gucken. So, dann haben wir hier. Das würde ja momentan noch super passen. Mit dem destillierten Wasser wird es aber nicht mehr passen. Weil dieses destillierte Wasser, wenn man dann die Erzverarbeitung anschließt, weil da wollen wir ja damit arbeiten, kommt nicht mehr hinterher, diese Mengen zu produzieren, die wo wir brauchen. Also entweder wir machen ein Distillate, diesen Tower. Dass wir sagen, okay, wir lassen das in größeren Mengen umsetzen. Oder man schließt halt mehr MV an. Ja, braucht beide Strom, muss der wachsen. Muss der wachsen. Der da hinten kommt momentan noch gut damit zurecht. Die Materialien zu produzieren, die wo wir halt haben. Aber hier steht halt auch schon MV. Also hier stehen drei Geräte MV, die eigentlich durchgehend laufen. Auch da gar nicht rein. Ich brauche nur runter. Oh, ich merke gerade, das sind schon wieder ein paar Xis. Aber also wir haben 2,3 Millionen Oxy, wir haben 2,6 Millionen Hydro. Und wir haben 3,2 Millionen Nitro. Das heißt, Nitro wird als erstes stillstehen. Warum? Ja, weil der halt momentan mehr produziert als der. Und wenn halt die zwei genügend produzieren und der voll ist, dann bleibt der halt auch stehen. Klar, weil es nicht mehr abführen kann. Also gibt auch einen Rattenschwanz. Das heißt, ich brauche die Erzverarbeitung, dass das die ganze Zeit verarbeitet wird.
Genau, so. Das ist halt schon mal das kleine Problem. Wie gesagt, der futtert die ganze Zeit Strom. Sobald die Erzverarbeitung drankommt, wie gesagt, auch wenn ich jetzt nur klein denke, ich denke jetzt 4 Ohrwascher MV, 4 Zentrifugen MV und 2 Pulverreiser HV. Aber das heißt, ich brauche da 4 HV ganze Zeit laufend. 4. Ja, wir haben ja gelernt, mal 4. Das heißt, ich brauche 16 MV-Generatoren, die mir ständig den Strom produzieren, damit die Erzverarbeitung vorne nur die kleinen Maschinen laufen. Da ist noch kein EBF angeschlossen, da ist noch kein Häuschen hier angeschlossen. Das andere Zeug ist egal, weil das kann das mit versorgen. Na, außer eben, wir machen nur noch sporadisch die Anlage da drüben dann an. Also, man merkt, es gibt halt da ein Problem. Also, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, mit den Feldern hier, da habe ich jetzt, glaube ich, seit Real Time 4 Wochen nichts mehr gemacht. Gar nicht mehr. Weil ich die Zeit dazu nicht habe. Und dann hat man Bienen. Okay, die Bienen produzieren wir die ganze Zeit. Das ist kein Problem. Aber da gehört es ja auch noch weiter. Und dann kommt ja auch noch ein Bienenhaus und ein Genetikhaus. Wobei das Labor meiner Meinung nach auch die Genetik mit drin hat. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich baue jetzt da ein Labor hin. Oder ich baue jetzt da vorne das Labor hin. Ja, also geht dann auch die Bienengenetik mit da rein, weil klar, Labor, ne? Das heißt, ich muss da hinten auch noch ja, Umweltveränderungen starten. Doch, alles super. So, aber was ich gerade festgestellt habe, ne? Wir machen jetzt die Borderlines wieder an, weil jetzt wollen wir das machen. 1, 2, 3, sind es 4? Oder 3. Ich vermute 3. Oft 3. Hier. 4, die einfach nur bedeuten, ich kann nicht zählen. Ja, es sind 3. Dann hast du einen Zaun, sind es 4. Dann hast du nochmal 3. Ich glaube, dass die Bank da hinkommt, wo ich sie gerade vorgestellt habe. Das ist nämlich das nächste Problem mit den Chunkloadern, weil die brauchen wir auch noch. Das hast du ja auch noch. So, also ich habe jetzt hier 3, ich habe hier 7. Das heißt, von dem Chunk hier hätte ich jetzt gerade mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück übrig. Da bin ich ehrlich, das ist ganz schön wenig. Also, dass ich die, ja. Jetzt muss ich natürlich dann wieder gucken. Das kommt jetzt nämlich noch dazu. Ich habe hier meinen Anker. Den sieht man sehr gut. Also das heißt, der Chunk, der Chunk, der Chunk und der Chunk ist geladen. Das heißt, der nächste würde hinkommen. 1, 2, 1. Der würde hier hinkommen. Also der müsste dann in diesen Chunk rein. Das auch, ja, klar, die Bank muss ja dann auch voll sowieso geladen werden. Hätte ich aber mehr Platz. Das heißt, meine Straße, die wo ich hier eigentlich hierhin geplant habe, die kann ich mir fast schon in die Haare klatschen. Die muss ich weiter vorziehen. Also es kann sein, dass ich die Dorfmitte woanders hin planen nennen muss. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja schon wieder begeistert von mir selber. Aber als allererstes, also das da geht nicht. Ich darf nicht mehr als 2 Platz lassen.
ähnlich anders. Oh Mann. Ja, also wie gesagt, man sieht, ne, es kommen halt tausend Sachen auf einen. Also wie gesagt, ich will euch nicht ärgern, dass ich euch immer ankündige, ich mache die Erzverarbeitung. Bringt mir noch nichts, wenn ich die Erzverarbeitung aufbaue und ich kann sie nicht laufen lassen. Vor allem, weil wir jetzt festgestellt haben, wir brauchen den Cleanroom. Wir brauchen noch so viel mehr, damit das überhaupt alles einen Sinn macht, dass man das anfängt. Ich bräuchte eigentlich einen Vakuumfreezer. Muss ich mal gucken. Vakuumfreezer. Was kostest du mich? Okay, du kostest mich schon mal EV-Tiers, aber die Dinge hätte ich. Die haben wir über die Quests. Gott sei Dank sind wir zu dritt. Brauchen Goldkabel, ich brauche ein Frostproof Machine Casing, das ist auch kein Problem. Aber ich brauche ja da noch ein paar andere Sachen, ne? Ich brauche noch 16 Frostproof Machine Casings Minimum. Ich brauche Energy Hedge, ich brauche Maintenance Hedge, ich brauche Input Bus, ich brauche Output Bus, weil das ist natürlich auch eine kleine ja, Multiblock Maschine mit 3x3x3. Und die ja eigentlich auch dann darüber soll. Es ist gerade zum extremen Mäusemelken, echt. Mal schnell geschlafen, dass wir wenigstens die Möglichkeit haben. So. Mein Messinstrument. Also du wärst jetzt von hier bis hier, wären es jetzt schon mal 10. Von hier bis hier sind es auf jeden Fall 16. Das ist die Frage, würde mir das reichen? Das heißt 26. Ich kann den Raum auch nicht viel mehr nach eindrücken, weil ich natürlich auch Tables da drin brauche. Weil es soll ja auch, wie gesagt, die Werkstatt soll ja auch zum Craften da sein. So, das heißt 13, ne? Das wäre hier. Ja, also das heißt, das wäre jetzt sozusagen der Mittelpunkt, wenn ich nur mit diesen zwei Chunks arbeite. Jetzt muss ich das nochmal mir angucken. Das heißt, ich habe von hier bis hier hätte ich den Platz. Würde sozusagen, naja, dann geht es vielleicht doch aufgehen. Hätte ich gesagt, jetzt muss ich erstmal das alles ausheben. Ja, ich habe durch den Weg eingezeichnet durch das Ding da. Kann ich schon mal abbauen, weil das werde ich nicht mehr brauchen. Ich baue ich auch ab.
Also wie gesagt, sowas werde ich halt meinen. Wie gesagt, wenn ich jetzt natürlich nötige Zeit noch auftreiben kann. Also Kohleöfen kommen alle weg. Ja. Falls da was drin war und es ploppt nicht automatisch raus, wenn ich den zerstöre. Habe ich da ein bisschen Kohle verschenkt. Gesagt, räumen wir den mal gleich auf. Weiteren 52. Hurra. So, mein Problem, hahaha, das ist jetzt natürlich, nee, oder? Nee, ich bin einfach nur, ich bin schon vorgeprescht. Da kommt ja die Bank hin. Wobei ich das Gebäude bitte einen länger mache, weil ich möchte ja auch haben, dass die meisten Maschinen im Junk stehen. Den mache ich jetzt schon mal auch so weit zu. Weil das mit Erde vollfüllen wär totaler Schwachsinn. So, das heißt also, wir haben jetzt schon mal diesen Bereich definitiv soweit schon mal für uns vorbereitet, das Gebäude zu machen. Das heißt, das ist auch klar. Das kann auch weg. Also das werde ich hier alles dann peu à peu abtragen müssen. Habe schon mal gar keine Steine mehr. Wie gesagt, das Lustige ist halt Steinproduktion. Die sind schon wieder alle weg. Mal bitte ins Deck, ich brauche noch was. Also, ich baue jetzt hier mal durch. Würde halt wenigstens die Grundschematik von dem Gebäude soweit schon mal fertig haben, dass ich es aufbauen könnte. Weil ihr wisst ja selber, ich hasse es, einfach nur eckige Gebäude zu machen. Ich brauche hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, momentan habe ich hier 2, 3. Hier. Das heißt, das würde ja einfach nur nach drüben wandern. Wäre super. Heißt, das kann ich auch wegmachen. Dass ich das auch schon mal definitiv weiß, wo die Reise hingeht. Daraus machst du mal bitte. Also weg. So. Das war Schüssel, Schüssel, Schüssel. Zwei Obsidianplatten und zwei Rough Iron Rods. Chromium. Muss jetzt natürlich noch sein. Kennt man ja aber nicht anders. Warum soll es einfach sein, wenn es auch schwer geht?
Ja, was ich eigentlich auch noch produzieren gerne möchte, ist Vanadium-Steel, weil ich jetzt dann langsam anfangen möchte, dass die Werkzeuge, weil da hat mich schon mal vor langer, 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 langer Zeit einer im Kommentar gefragt, warum baust du eigentlich nicht die Werkzeuge schon aus der nächsten Generation raus? Ja, weil ich bin. Nein, aber wir haben jetzt dementsprechend auch erstmal so viel Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, wir machen es halt einfach. Brauche ich da noch ein Circuit für? Ja, ich habe es gemerkt, dass ich da, weil beim letzten Mal habe ich noch eine in der Ding machen müssen. So. Gib mir mal davon ein. Und davon auch ein und davon auch ein. Dann bauen wir wenigstens soweit schon mal den Bereich hin, was als Eingang gelten wird. Das heißt, ich habe das. Das heißt, ich habe jetzt meine Treppen. Und ich habe in der Mitte meine Platten. Perfekt. So. Ich habe ja gesagt, das Lustige ist, das heißt ja, ich mache jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt noch drei. Ich mache jetzt noch drei, damit ich wieder bei meine 5 wäre. 1, 2, 3, 4, 5. Also das heißt, ich gehe bis hierhin. Ja, 3, 4, 5. Das heißt, könnte ja sozusagen ich müsste ja sag mal na ja genau ich schlage natürlich das weg, was ich nicht weghauen muss. Heißt jetzt, ich habe jetzt da meine 18 Stück noch. Das war es natürlich zu viel. War gewollt. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meine 2. Wo ich den Weg mache, dann habe ich hier jetzt meine, wo ich die Treppen hinsetze. 1, 2, 3, 1, abbauen, 3, auch noch Treppe, gleich hiermit, würde jetzt für mich heißen, ich habe jetzt dann, nein, das wäre zu viel. Ey, das kann doch nicht sein. Es hat doch gerade erst geregnet. Hallo, spinnst du? Sag mal, 4 April oder was? Ja, schmeiß weg. Kommt man nicht mehr. Ja, ich weiß, der war nass. Trotzdem nicht nur, weil er nass ist, das Zeug wegschmeißen. Was hat man 3? Passt, weil dann hätte ich das fertig. Davon habe ich 7. Mal rein, ein paar Steine holen.
es war ein bisschen Technik. Es war ein Schock fürs Leben, weil man das, was ich gerne machen würde, nicht machen konnte. Und ich bin gerade beim felsenfesten Überlegen, wie ich ja jetzt das mit dem Gebäude mache. Weil momentan habe ich halt das kleine Problem. So, die Treppen kann ich wegmachen. Muss ich halt erstmal hüpfen. Egal. So, dadurch, dass ich jetzt den so vorgezogen habe, wäre das jetzt ja hier der Eingang. So, okay. Das heißt, ich hätte jetzt dann hier meinen Gebäudeeingang. Kann man verlegen. Dann kann man mit Stein auskleiden und da habe ich sowieso noch eine Idee. Hätte gerne in der Werkstatt eine rote Tür, einfach weil es kann. Also machen wir es rot. Heißt es jetzt dahin? Kommst drauf. Von innen drin kann es noch nicht machen, weil ich ja noch die, die Linien kann ich erstmal jetzt wegmachen, weil ich weiß ja jetzt die Ausmaße von dem Gebäude. So, das heißt aber, momentan hätte ich den Raum ja um eins kleiner gemacht. Als den Bereich hier. Das heißt, zwar, das heißt, ich habe jetzt hier insgesamt 9. Wäre hier auch 9. Ne, ich habe hier nur 8. Wird das jetzt? Wenn ich jetzt von hier. Ja, klar, weil ich das Gebäude noch mal eins vergrößert habe. Ich habe es jetzt unsymmetrisch gemacht. Ah. Okay, ich könnte jetzt dann sagen, okay, ist egal. Oder ich mache die Wand einfach wieder als. Mach die Wand wieder als Wand. Und werde doch nicht breiter als sein muss. Ja, ganz toll. Must have. So, okay, dann. Heißt, ich habe jetzt dann hier diesen Bereich, kann dann hier wieder die Erde aufschütten. Mach. Dauert noch ein paar Sekunden. Also das heißt jetzt, jetzt ist das Gebäude sozusagen gleich breit. Das Ding ist jetzt 8 und das hier ist auch 8. Ja, okay. Dann ist es sowieso egal. Wie gesagt, ich
könnte jetzt dann halt hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt dann hier, das ist halt momentan meine Überlegung, ich mache jetzt dann hier einen Gang rein. Brauchen wir schnell mal eine Dolly. Das ist jetzt sowieso egal, dass ich das dann einfach mal hier in den Raum hier reinschmeiß. Weil das wird sich ja sowieso hier dann alles ändern. Und ich vermute. Nein, ich vermute nicht. Ich weiß es. Weil ich es mir gerade ja selber ausgedacht habe. Ich habe momentan das Problem, dass mir der Platz durch die Zweitschanks ja nicht mehr reichen wird. Ist ja irgendwie logisch, ne? Wär ja auch komisch, wenn ich auf einmal in weniger mehr reinkriege. Wäre komisch. Genau. Also das heißt, wir werden es so machen. Ich werde hier auch einen kleinen Raum bauen, wo ich auch Strom generieren kann. Das wird nämlich wichtig sein, falls mal drüben irgendwas nicht mehr läuft, dass ich hier trotzdem noch anwerfen kann. Wie gesagt, der Bereich da drüben wird ja auch mega groß, weil, wie gesagt, irgendwann noch Steam hinkommt, es soll Bio und hast du nicht gesehen, das soll ja auch noch alles passieren. Ja, darum schüttel ich ja schon den Kopf, wie viel das noch wird. So, aber auf jeden Fall habe ich jetzt dann hier meinen Bereich. Das heißt, ich habe jetzt das. Dann gehe ich jetzt hier rein. Und dann habe ich jetzt meinen Bereich hier. Genau. Das heißt, ich habe jetzt hier nur dann einen kleinen Gang. Und kann dann sozusagen meine Maschinen halt erst, wenn ich die jetzt so, man kann ja 8 Stück hinstellen, könnte ich ja hier noch einen Battery Buffer hinstellen und dann könnte ich anfangen, die Maschinen auch so aufzustellen. Also noch einen breiter. Dasselbe auch hier. Ne? Was ja eigentlich Sinn macht. Weil wie gesagt, ich möchte hier haben Produktion. Was ich mir halt jetzt gerade überlegt habe und mir halt vollkommen vernünftig erscheint, ist, das Ding kriegt einen zweiten Stock. Also da oben drauf kommt dann einfach alles, was Crafting, also es wird einen kleinen Crafting-Bereich unten geben, wo ich zum Beispiel meine Worktables reinklatsch, zum Beispiel die hier. Aber alles andere, wie zum Beispiel, ja okay, wobei das gerade eigentlich auch ins Lager alles mal endlich reinräumt. Da müssen wir auch nochmal demnächst noch den Drawer-Controller bauen, dass das auch mal irgendwann da drüben losgeht. Und Oak-Trims und hast du nicht gesehen? Ja, also das heißt, das Gebäude wird so entstehen. Es wird obendrauf was kommen, dass wir obendrauf nochmal craften können. Das heißt, ich brauche einen Wasseranschluss von drüben, dass die Dinger da oben auch endlich verschwinden können. Das wird auf jeden Fall sozusagen der nächste Schritt, den wir machen müssen. Heißt, ich werde mal soweit schon mal alles versuchen vorzubereiten. Bis zum nächsten Mal, weil, wie gesagt, das muss hier erstmal weitergehen. Hallo Bienen. Weil es bringt uns nichts, wenn. Haha. Ich habe noch ein anderes Problem. Verdammt. Ich muss ja noch ich habe keine Supertanks ja mehr. Ich habe keine Supertanks mehr. Heißt, ich muss versuchen, einen Supertank leer zu machen. Und der einfachste wäre Hydrogen. Der muss leer werden. Ich brauche den, um den da vorne umzusiedeln. Danach habe ich ihn wieder, aber muss ich halt. Ja. Ruhig. Werden wir beim nächsten Mal tun. Ja, das war auf jeden Fall mal eine längere Folge, aber ich habe also auch Gebäude mitgebastelt. Das ja, ist halt so.
dann wird halt Folge länger. Das ist auch kein Thema. So, wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonstige Vorschläge habt, dann schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, dass der Algorithmus sagt, ja, diesen Kanal muss ich promoten. Und dann heißt es nur noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.